Wie weit geht ein Mensch, der beschützen möchte, was ihm am meisten bedeutet? Reto Pfranger ist zu fast allem bereit, wenn es um sein kleines Paradies geht. Zwar hat er noch keinen Menschen erschossen, aber die Waffe ist sein ständiger Begleiter. Die brauchen sie etwa die Flinte. Ja, ja. Leider, ja. Also immer ein bisschen Krieg, kann man fast sagen. Oft, ja. Ja, oft ist ein bisschen. Und eben dann hilft ein bisschen umeinanderballern, weil dann haben sie das Gefühl, ja, der spinnt, der verschüsst einen. Ich sage, ja klar, verschüsse. Seit 23 Jahren bewacht der Schweizer in Nicaragua einen Mangrovendschungel, der ihm gehört. Es ist jedoch ungewiss, wie lange er noch in der Lage sein wird, unerwünschte Eindringlinge zu vertreiben. Der Einsiedler hat Krebs. Wie wenn ich einfach verschwinde, dann ist das in 2-3 Monaten ist das plündert. Da kommen sie hin und jagen und fällen und machen alles kaputt. Das heisst, ich möchte wirklich, solange ich noch lebendig bin, einen Nachfolger finden, weil ich finde es einfach schade. Jemand aus der Familie soll sein Erbe antreten. Das ist sein innigster Wunsch. Aber dieser Wunsch ist auch sein größtes Problem. Unweit der Karibikküste Nicaraguas befindet sich das Naturreservat von Reto Pfranger. Der 73-jährige pensionierte Mathematikprofessor lebt ganz alleine in diesem feuchtheißen Sumpfgebiet. Eine Mischung aus Idealismus und Verzweiflung brachte ihn hierher. Von den Menschen hat er sich abgewendet. Ich habe den Pfadi, ich bin als Bub in der Pfadi gelernt, man muss den Schwächsten helfen. Und die Schwächsten sind jetzt Tiere und Pflanzen. Und Menschen sind die, die alles kaputt machen. Ich will hin und vorne nicht den Menschen helfen, interessieren mich nicht mehr. Leider. Reto Pfranger zieht Ende der 80er Jahre in die Abgeschiedenheit, nachdem ein Sturm die Mangrovenwälder zerstörte. Tief betroffen kündet der Mathematikprofessor seine Stelle an der Universität in Managua. Er verabschiedet sich von seiner Frau und den erwachsenen Kindern, um bei der Wiederaufforstung zu helfen. Wenn ich 3 Tage paddelt, 3 Nächte, dann bin ich total kaputt. Da ist mir die Zigarette zur Hand ausgefallen und ich muss aufpassen, dass ich zum Boot ausgefallen. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich glaube schon Pause machen. Und dann bin ich da geblieben. Das ist ganz schwierig. Ohne AB, ohne Latrine, ohne Wasser. Ich habe einfach ein Dach gemacht bis zum Boden runter, aus Blättern, Spannblättern. Und in der Mitte die Hängematten aufgehängt. Das war eine harte Zeit. Jetzt bin ich total verwöhnt. Jetzt habe ich fließend Wasser und habe Musik mit meiner Solarenergie. Aber die ersten Jahre waren noch zackig. Heute hat sich der Mangrovendschungel mit seiner Artenvielfalt wieder erholt. »250 Hektar konnte Pfranger vom Staat erwerben. Land, das er alleine beschützt, weit weg von seiner Frau. Mehr als eine Flugstunde von ihm entfernt, in Nicaraguas Hauptstadt Managua, ist Veronika Pfranger zu Hause. Die 67-Jährige besucht zwar regelmäßig ihren Mann, im Busch leben möchte sie aber nicht. Ich brauche noch ein bisschen so soziale Umfeld. Ich brauche meine Nachbarn und ich brauche öppe die können austauschen. Ich habe noch ein paar Beschäftigungen, wo ich involviert bin, so im Netzwerk und im Nachbarschafts- und Quartierverein. Und das brauche ich noch. In einem ruhigen Quartier besitzt sie ein gepflegtes Haus. Hallo Reto. Täglich nimmt Veronika Pfranger per Radiofunk Kontakt auf mit ihrem Mann. Es ist vor allem viel Gekratze und andere Leute, die reden. Aber wenn du mich verstehst, ist das ja gut. Gambio.
verstehe es leider nicht, aber es freut mich, wenn das Wichtigste war. Cambio. Ciao, Reto. Cambio in fuera. Ciao. Also, Sie haben schon ein bisschen eine Fernbeziehung. Eine Radiobeziehung. Das ist sowieso, würde ich sagen, ist das eines der Geheimnisse, wie eine Beziehung lang kann bestehen, weil es ist eine ganz feste Freundschaft, es ist eine ganz tiefe Liebe und da spielt es keine Rolle, ob man im gleichen Stube sitzt oder nicht. Die ehemalige Kleinkindererzieherin und Sportlehrerin lernte ihren Reto vor 50 Jahren in Zürich kennen. Das Ehepaar Pfranger hat zwei Kinder und eine Pflegetochter. Alle drei leben in der Schweiz. 1969 verließ das frisch verheiratete und damals noch kinderlose Paar Europa, um in Lateinamerika ein neues Leben zu beginnen. Warum sind ihr eigentlich ausgewandert? Gute Frage, ja. Also wir gehören zu den 68ern, zu denen, die noch auf der Barrikade waren im 68. Unsere gesamte Einstellung ist eigentlich eher gegen die Konsumgesellschaft. Und wir haben das Gefühl, wir können auf der Welt an anderen Orten mitarbeiten und eventuell an anderen Systemen mithelfen und nicht nur konsumieren in der Schweiz. Und das war der Moment, wo wir gedacht haben, anstatt bleiben, wo wir sind, noch etwas Neues ausprobieren. Und dann sind wir nach Lateinamerika gegangen. Doch seit kurzem hat sich ein Schatten über die Auswanderer gelegt. Reto Pfranger hat Krebs. Moderne Medizin könnte ihm helfen. Er lehnt jedoch Medikamente ab und will sich auch nicht operieren lassen. Aber Sie verkürzen natürlich so die Lebenszeit. Ja, aber das scheint mir nicht wichtig. Jetzt ist es wichtig, weil ich sollte eigentlich nicht sterben, bevor ich einen Nachfolger habe. Aber mein Ziel ist nicht 80 oder 90 oder 100, ich will überhaupt nicht. Ist denn das jetzt auch ein Stress für Sie, einen Nachfolger zu finden? Ja, sehr. Sehr. Weil ich weiss, ich lebe nicht mehr sehr lang. Und ich möchte nicht, dass ich stirb und nachher, dann ist nichts rum. Das Reservat sei dem Untergang geweiht, wenn er sterbe, sagt der 73-Jährige. Er befürchtet Wilderer und Brandrodungen. Deshalb müsse er jetzt die Nachfolge regeln. Reto Pfranger denkt dabei an seine Kinder. Die Pflegetochter und der Sohn lehnten bereits ab. Jetzt hängt seine ganze Hoffnung an Tochter Catalina. Das wäre natürlich für mich das Schönste. Oder wenn Catalina die Kontrolle übernimmt von der Reserve, oder? Und das führt, das wäre das Allerschönste für mich. Catalina Pfranger lebt in der Schweiz und arbeitet als Fitnessinstruktorin für Zumba-Tanz. Vor 20 Jahren ging sie den entgegengesetzten Weg ihrer Eltern. Sie verließ Nicaragua, um nach Dübendorf auszuwandern. Hey. Ciao. Hi. Schau mal, was ich gefunden habe. Die 42-Jährige teilt sich die Wohnung mit ihrem Freund Markus Maillard. Er, 47 Jahre alt, arbeitet als Projektleiter für eine Lüftungsfirma. Ihr geregeltes Leben ist nun durch des Vaters Wunsch in Frage gestellt. Also ich habe vorher noch mit der Mami geskypet und haben eben noch mal durchgenommen, dass ich jetzt mal den Versuch mache. Ich einfach halt immer das und dass ich hin und her gerissen bin und ich will es halt mal versuchen. Auch wenn ich nicht mehr 30 bin und wenn ich jetzt halt Tochter bin statt der Sohn und es ist halt schon belastend für mich. Du weißt, ich habe dich eigentlich immer unterstützt, gleich was es war, in neue Sachen und auch da wirst du meine Hilfe haben. Entschieden ist noch nichts. Eine Reise zu Catalinas Vater nach Nicaragua soll Klarheit schaffen. Ja.
Die Ortschaft Kukrahill liegt nur wenige Kilometer entfernt von Rätopfrangers Naturreservat. Veronika Pfranger begleitet ihre Tochter und deren Freund Markus. In Greenfields, so lautet der Name des privaten Reservates, legt das Schnellboot einen nicht fahrplanmäßigen Zwischenhalt ein. Oh, hallo! Hoi! Catalina hat ihren Vater zum letzten Mal vor 2 Jahren gesehen. Der Bär. Die blaue Leder und schwarze Köpfe. Der Nachschub, ja. Der erste gemeinsame Abend in der Wildnis. Kommen sie immer raus, jetzt sind am Morgen. Bei der Latrine in den 2 kleine, die du raus hast. Wenn du das siehst, was da alles so hat, kannst du dir doch vorstellen, dass ich das nicht vertauschen mit Dübendorf. Oder? Einfach nicht. Und ich meine immer, du musst doch das dann auch merken und sagen, ja, was ist am Schluss denn eigentlich schöner, oder? Da im Grünen aussen sein, mit viel Sauerstoff und Tierli und Sonnenuntergang und Sternenhimmel oder Dübendorf an eine Betonwand schauen, links und eine Betonwand rechts und so. Das meine ich. Also man muss sich jetzt erst mal mit dem anfreunden und schauen, ob das funktionieren wird und ob das ja, und kannst und aushaltest. Genau, und vielleicht ist ja jetzt auch das der Sinn des Besuchs, einmal mit dieser Perspektive rumlaufen und rumschauen und diskutieren von dieser Perspektive aus. Ich finde es lässig, dass wir gekommen sind und dass wir jetzt miteinander das können ein bisschen fühlen und spüren und... Ein Augenschein im Reservat mit seinem Wegnetz von über 30 Kilometern. Da hast du vor 20 Jahren hast du nicht können, oder? Du bist bis im Bauchnabel eingesoffen. Und da haben wir jahrelang immer eben Äste hergerührt und Gras hergerührt und so. Und jetzt kannst du einigermaßen laufen. Wieso muss man denn da überhaupt einen Weg machen? Für uns ist ganz wichtig, weil da außen ist der Fluss. Und wenn Leute reinkommen, kommen sie zum Fluss her. Wir müssen einen Ausgang haben, wo wir rasch am Fluss können, oder? Und hey, um alle Ecken der Reserven unter Kontrolle haben. Und was für Leute kommen denn da rein? Und Leute vom Dorf. Da? Ja, können wir schauen, ob es da etwas zu jagen gibt oder so. Oh. Aber wenn da Leute reinkommen vom Dorf, muss ich denn die auch vertreiben? Ja. Dann knallt sie umeinander in die Luft, oder? Und dann springen sie voll. Okay. Sie sterben nicht gern. Wenn die Luft schiessen, dann hauen sie es ab. Aber wenn sie wissen, ja, jetzt ist eine Frau da, die schiesst doch nicht, dann kommen sie rein. Muss schon jemand die Böse raushängen. Oder? Es ist nicht tief. Ich möchte hier die Palmen zeigen, weil das ist die wertvollste Palme. Also abgesehen von den Ölpalmen, oder, die sie brauchen. Ja, kennst du, oder? Mhm. Sind die alten männlichen. Ich bin verliebt in all das Zeug. Mich interessiert das, wie das geht da mit dieser Palme. Und es ist mir wichtig, dass die Palme nicht ausstirbt und dass man eine Sorge gibt und so. Das ist ganz eine wichtige Palme. Aber wie ist es für dich? Hat ein bisschen viel Wasser? Findest du es sackgrusig? Ja, es ist es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist auch anders, wenn es eine Frau, also wenn es ein Mann oder eine Frau ist. Die Frauen haben natürlich noch viel mehr Shishi. Dann brauchst du ein bisschen Shampoo und Conditioner und mal ein sauberes Kleid. Und Das kannst du ja. Da wirst du einfach dreckig und grusig und stinkig und so. Aber wenn du heimgehst, hat sie ja Dusche, dann kannst du duschen. Oder? Und aber man ist eben halt nicht so oft gern dreckig und stinkig. Aha. Die Moskitos gehen auch mal auf den Nerv. Ja, es sind ein bisschen unsympathische Tierchen.
Markus Meyer mischt sich nicht ein in den Entscheidungsprozess zwischen Catalina und ihrem Vater. In der Buschwerkstatt macht aber auch er sich Gedanken über einen möglichen Umzug in die Wildnis. Tief im Herzen sagt eigentlich ja. Da würde ich mal etwas Gescheites machen, also Gescheites helfen. Das war immer ein bisschen ein Bubentraum. Das ist einfach schwer für mich, momentan zu lösen, vom Geschäft her. Ich bin schon auch ein bisschen hin und her gerissen. Reto Pfanger zeigt seiner Tochter die Brandschneise, die er rund um sein Reservat Greenfield gerodet hat. Das ist die aufwendigste Arbeit, die wir haben. Die Ronda, die ist 6 km lang. Die sollte die Feuer aufheben. Das ist damit das Feuer von da nicht überall. Ja, weil da aus ist der Fluss und der zündet es an und kommt von oben runter. Und das ist die gefährlichste Stelle da, darum ist es 10 Meter breit. Ich habe zugeschaut, was das Feuer innen ist, letztes Mal. Ist von etwa 4 km hoch oben gekommen. Das kommt bis da runter? Ja, ja, je nach dem Wind. Da hat irgendein Schlaumeier wollte Reis anpflanzen. Und sie sind überzeugt, wenn man Reis pflanzen will, muss man zuerst abbrennen. Da muss ich dann nämlich sagen, kontrollieren. Deine Aufgabe wäre einfach schauen, ob die herpaddeln und schauen und sagen, hey, das Gras ist ja kniehoch, das muss man wieder mähen. Es ist für mich wichtig, dass jemand wie du Nachfolge übernimmt, weil dann kann ich in Ruhe verreisen. Aber deine Pflicht, wenn du gesund und gescheit bist, ist, mit deinem Leben etwas zu machen. Nicht einfach verfaulen in einem Konsumparadies, finde ich. Mhm. Kleine Krokodile leben versteckt unter den Mangrovenwurzeln. Jaguare lauern auf Beute im Wald. Schlangen und Mücken sind allgegenwärtig. Ist das wirklich die Welt von Catalina Pfranger? Noch bleiben ihr einige Tage, um sich zu entscheiden, ob sie das Reservat übernehmen möchte. Zeit, die mit Anweisungen durch den Vater ausgefüllt sind. Das siehst du. Feine Schoppen. Die gehen auf sich. Ja, richtig. Zielen und abdrucken. Genau. Ich bin nicht so Waffenfan. Ja. Ja. Jetzt sollte es so in einer Stellung sein, dass die Sonne senkrecht drauf scheint. Ja, jetzt ist er. Jetzt kannst du es anziehen. Also das ist das Herzstück von einer Solaranlage. Und ganz gefährlich ist das dort. Der Inversor, der übersetzt das auf 110 Volt. Das ist ein bisschen sehr viel Technisches. Viel haben sie in diesen Tagen zu besprechen. Nur die alles entscheidende Frage über die Nachfolge schieben beide vor sich her. Das letzte Frühstück vor der Abreise aus Nicaragua. Also wegen der Nachfolge. Ich konnte das mal alles noch mal anschauen und noch mal analysieren und durchgehen. Und es ist ein bisschen schwierig. Also, wie immer, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ich sollte, ich muss. Ich bin die Letzte von der Familie, die überhaupt könnte dir helfen oder uns helfen mit Greenfields. Aber ich denke, dass in den nächsten mindestens 5 Jahren dass das nicht drin liegt. Für uns zwei. Ja. Ich bin entsetzt natürlich und traurig, weil das ist ja so ein bisschen ein Tiefschlag. Aber es werden noch ein paar Tage zurückgehst in die Schweiz und überlegst und so, dass vielleicht den Entscheid noch mal überdenkst, oder? Ja, ich meinst, das ist jetzt definitiv. Ich will bei dir auch nicht falsche Hoffnungen machen, weil wenn man dann sagt, ich überlege es noch, dann ist immer noch die Chance, es besteht immer noch, dass das dann vielleicht doch anders rauskommt. Aber wenn ich es eben so konkret anschaue, geht das gar nicht. Ich weiss nicht, wie lange ich lebe.
ob ein halbes Jahr, ob ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß es nicht. Aber unabhängig von dem. Auch wenn ich gar kein Problem hätte, muss ich mit 73 Jahren damit rechnen, dass jetzt etwas fertig ist. Und dann muss ich zu Zeiten Nachfolger suchen. Das ist gesunder Menschenverstand, oder? Und bei mir ist jetzt die Situation so, dass ich eigentlich ziemlich rasch mache. Das müsste ich in jedem Fall machen, einen Nachfolger suchen. Weil alles andere, finde ich, ist fahrlässig. Wenn du einfach nichts machst und wartest und so, ja, und halt schauen, oder? Vielleicht gibt es irgendein Wunder. Ich glaube halt nicht an das. Und dann alles auf den Klapp kommt. Das ist viel besser, wenn wir die Diskussion jetzt hatten. Aber musst aus Altersgründen musst zur Zeit anfangen zu planen. Die Diagnosen sind so, dass es wahrscheinlich nicht mehr sehr lang geht. Also ich muss ein bisschen vorwärts machen. Ciao. 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 Ciao.